wären wir wieder. Leider im Hauptmenü, denn ich habe die ganzen Mods von Ditech aktualisieren wollen zu dem neuesten Stand, weil da sehr, sehr viele interessante neue Feature drin sind. Also aufstufbare Mauern und eigene Hunde, die man züchten kann und neue Lasertürme, neue Gegner, Schmelzöfen, die mit Lava betrieben werden und Gussformen und was weiß ich. Richtig schön viel neues Zeug bei, aber es ist leider nicht mit unserem Speicherstand kompatibel. Also wir könnten die Welt weiterspielen, aber dann müssten wir auf die ganzen Features verzichten. Und die sind für mich einfach zu interessant. Deswegen würde ich jetzt gerne eine neue Welt starten und da dann die ganzen Features von vornherein mit drin haben. Außerdem ist das so, dass dieser Bruch, der jetzt da ist, dass es nicht Safe-Game-kompatibel war, der sollte jetzt nur einmal vorkommen, weil er eine wichtige Sache ändern musste. Das heißt, ab jetzt sollte es immer wieder nachpatchbar sein, ohne Probleme. Deswegen ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um da auch einen Cut zu machen. Also, unsere zweite Staffel wäre auch nicht mehr so weit gegangen. Wir waren gerade dabei, Erz 2 zu sichern, um noch mehr Eisen zu bekommen. Das Einzige, was danach aber noch großartig passiert wäre, dass wir die ersten besseren Lasertürme gesetzt hätten. Dann wären irgendwann die besseren Beißer gekommen. Dann hätten wir die besseren Türme gebaut, dann wären bessere Beißer gekommen, bis das dann irgendwann zu Ende hochgeschaukelt ist. Es gab noch ein paar Sachen, die man bauen könnte, aber so wirklich viel ist das nicht. Außerdem haben wir ein paar Lücken ausnutzen können. Also Lücken ist das falsche Wort, aber zum Beispiel die Spawner sind jetzt in der neuen Version um, ich glaube, 1000% gebufft worden, was die Lebenspunkte angeht. Also man kann da nicht einfach mal mit dem Snipergewehr hingehen, zweimal draufschießen und die sind weg. Und man kann auch nicht mit dem Buggy einfach mal so eben durchholzen. Außerdem spawnen die Spawner jetzt auch schneller und andere Gegner und so weiter. Also ist gleich ein ganz anderer Schnack. Das heißt, man hat auch mehr Herausforderungen. In dem Sinne habe ich übrigens auch den Geschwindigkeitsmod rausgenommen, dass man die Zeit runterschrauben kann auf 0,5. All solche Sachen. Also es dürfte richtig knackig werden. Vor allem wird es auch richtig knackig, wenn wir kein Eisen finden. Das war in der zweiten Staffel echt ein Problem und würde jetzt noch mehr zu einem Problem werden. Aber da müssen wir einfach Glück haben. Also Play New Game. Terrain Segmentation. Ja, allgemein, ich hatte überlegt, das hier, deswegen habe ich es auch schon in der Voreinstellung, zu machen. Eventuell sogar Very Big. Aber das ist dann alles wieder so ein Gefühl, dass es zu einfach wird. Und ich weiß, sobald ich irgendwas hier dran verändere, wird der Erste anfangen, in den Kommentaren rumzumeckern. Du machst es dir zu einfach. Bla, nu, bla, bla. Wie Leute das halt so gerne machen. Deswegen werde ich das alles auf normal lassen müssen. Und dann wird es für mich einfach nur irre schwer. Ihr könnt mich leiden sehen. Ich könnte auch mit dem Seed das probieren. Also ich könnte hier immer wieder neu starten. Mir die Seeds aufschreiben und dann das auch reinmachen. Aber das ist genauso Cheaten, Anführungszeichen, wie das hier einstellen zu seinen Gunsten. Also drücke ich jetzt einfach da drauf und hoffe das Beste. Na komm. Na komm. Na komm, gib mir schön viel Eisen und Kupfer und Kohle und sofort Wasser. Das ist nicht gut. Das sieht gut aus. Also wir haben schon mal einen Wald, aber der ist nicht zu waldig. Hier ist Eisen, Kupfer. Das ist alles ganz schön verstreut. Aber ist am Anfang okay. Da oben sieht es noch ein bisschen größer aus mit dem Eisen. Das wird also wohl unsere Haupteisenmine werden. Dich setze ich schon mal da drauf, dass du arbeiten kannst. Schmeiß da auch gleich ein bisschen Holz rein. Den gucke ich mich jetzt mal zu Ende um. Damit ich auch sagen kann, dass wir hier definitiv weiterspielen können. Aber es sieht jetzt schon danach aus, als wenn man es machen könnte. Ja. Okay. Ist das eine Landzunge oder ist das eine richtige Brücke? Boah, ist das viel Eisen. Sehr schön. Geht's da weiter? Ja. Hier ist eine Mini-Verbindung. Das ist doof. Also ich habe zwar den Landfill-Mod wieder drauf. Aber genau für solche Sachen wollte ich das ja nicht nutzen. Also der Landfill-Mod war die Geschichte mit dem Wasser. Man kann also Wasser entweder zuschütten oder auf einer Erdfläche Wasser erschaffen.
Und das kann man sehr leicht ausnutzen, um die Basis sehr stark zu verteidigen. Also man könnte theoretisch einfach einen Wassergraben einmal drumherum setzen und dann kann da kein Weißer rüber. Was in meinen Augen halt Cheaten ist. Das heißt, ich habe mir vorgenommen, das nicht auszunutzen, um genau sowas einfach dicht zu machen. Das heißt, wir werden hier eine Mauer hinbauen müssen und 3-4 Türme, aber ist okay. Das Kupferfeld, das sieht übrigens schön aus, also sollte es eigentlich mit in der Basis drin sein. Aber ich sehe da schon die ersten, ja, die ersten Gegner. Das Kupferfeld werden wir uns später erschließen müssen. Das heißt, wir werden hier zumachen. Kommt eine Mauer hin. Ich komme hier nirgendwo durch. Ich brauche erst ein besseres Werkzeug. Und euch ist vielleicht schon aufgefallen, hier oben, Craft Modular Tool. Das ist ganz schick. Und zwar bestehen jetzt die Werkzeuge aus 3 Komponenten. Dem Stab, dem Kopf und dem Griff. Und die kann man aus verschiedenen Materialien herstellen. Und je nachdem, was für Material das benutzt, hat es dann andere Werte. Also es ist entweder schneller oder es hält mehr aus. Also der Kopf zum Beispiel ist primär wichtig für die Abbaugeschwindigkeit, so wie ich das mitbekommen habe. Und die anderen beiden Sachen für die Durability von dem Werkzeug selber. Momentan haben wir nur Holz, also habe ich überall Holz ausgewählt und drücke jetzt Craft. Dann haben wir hier ein Modular Tool with Wood Handle, Wood Rod und Wood Head. Durability 1000 und Mining Power 1. Also es ist nicht wirklich viel schneller als ohne Werkzeug. Aber wir kommen schon mal durch. Das heißt, der erste Schritt am Anfang sollte normalerweise sein. Nicht unbedingt Eisen. Also Eisen, klar, geht auch. Sondern Stein. Stein nehme ich normalerweise. Also ich habe das jetzt schon 2-mal privat angetestet, um zu gucken, was da jetzt alles neu ist. Und da lief das mit Stein ganz gut. Dann macht man einfach so. Nimmt sich einen Stein. Drückt den hier wieder drauf. Sagt, der Rod soll bitte aus Holz, der Händel soll bitte aus Holz, der Kopf soll bitte aus, wo bist du, Stein und ein Craft. Und das Ding hat hier nämlich schon Mining Power 3, weil der Kopf aus Stein ist und nicht aus Holz. Und das geht viel schneller. Schneller, schneller, schneller. Sehr schön. Das heißt, die Welt sieht schön aus, die können wir so nehmen. Die werden wir dann unten links da absichern, wir werden da eine Mauer durchziehen und dann da eine Mauer schräg eventuell sogar und uns erstmal einbunkern und dann nach und nach gucken. Hauptsache, wir haben erstmal genug Ressourcen drin. Noch ein paar Neuerungen. Einmal haben wir die Uhr da. Das obere ist die Ingame-Zeit, das untere ist die Zeit, wie lange das Let's Play schon läuft, also in Real-Life-Zeit. Und euch sind diese Lava-Pools bestimmt aufgefallen. Da kann man Lava rauspumpen. Und mit der Lava Metalle einschmelzen, um so effektiver an Kupferplatten, Eisenplatten, Stahl und so weiter ranzukommen. Und man kann auch Legierungen damit erschaffen. Das ist echt schick. Da freue ich mich auch schon drauf. Vor allem ist es ziemlich zwergisch, mit sowas zu arbeiten. Ich hätte aber erstmal ganz gerne noch ein Mining Drill. Und noch ein Mining Drill. Und noch ein Stone Furnace. Damit ich hier wieder unseren schönen Trick machen kann. So. Den da. Jetzt befüllen die sich schön gegenseitig und wir bekommen immer wieder Kohle. So, du kannst das dann mal rausnehmen. So, Kohle, Kohle. Sehr schön. Das läuft schon mal. Also Kohle haben wir erstmal durchgehend am Laufen. Dann ist Eisen jetzt die nächste Priorität. Zack und zack. Da kommt ein bisschen Kohle rein, da kommt ein bisschen Kohle rein. Und ich mache jetzt kein Ärmchen, das die Eisenplatten rausholt. Weil ich glaube, die Stapelgröße in dem Furnace ist bei 50, wenn nicht sogar 200. Also, ne, da jetzt noch ein Ärmchen zu setzen, ist sinnlos. Zumal wir auch bald schon Strom haben werden, das ist okay. So, das. Da kommt mehr rein, da kommt mehr rein. Also wir haben Kohle, wir haben Eisen, Stein wäre mir jetzt noch ganz lieb, damit ich nicht immer von Hand das abbauen muss. Hier oben haben wir Stein, sehr gut. Haben wir genug für ein Mining Drill? Müssten wir jetzt, ne? Es fehlen Eisenplatten. Okay. Nimm wieder runter. Da schon mal Alt drücken. Damit man sieht, was drin ist. Und ein Drill. Genau. Gib mir den Drill. Setz den da drauf. Du bekommst ein bisschen Holz. Brauchst also auch gleich Kohle. Und stell bitte Holzkiste her. So. Also, da können wir Stein abholen, unten können wir Kohle abholen, da können wir Eisen abholen. Was fehlt noch? Genau, Kupfer. Dafür hätten wir ganz gerne
dich, dafür brauchen wir Stein. Und sobald wir Kupfer haben, können wir auch die ersten Chips herstellen, die ersten grünen und damit dann die Stromversorgung anfangen. Wobei ich mir eigentlich jetzt schon Gedanken machen müsste, wo was hinkommt. Da ist schön viel Wasser, ne? Da wäre aber Kohlenage noch dran. Ich glaube, ich mache das hier unten hin. Achso, du kannst wieder mit. Gib mal, gib mal, gib mal. Ja. Also ich glaube, ich mache die Stromversorgung unten zur Kohle mit hin. Damit wir direkt von der Kohle das abbauen können und dann in die Boiler das reinschmeißen. So lange, bis wir halt die Brennstoffblöcke haben. Du bekommst das da, du brauchst noch eine Kiste. So, so. Genau. Immer wieder zwischendurch Holz abbauen für die Tools auch später. Mitkommen. Strom. Wir hätten gerne 2 Boiler. Alles an Ressourcen ist alle. Was fehlt denn hier? Achso, Stein. Ja, das ist echt so ein Punkt bei Ditec. Ditec braucht für alles Stein. Aber gut, müssen wir kurz warten, bis oben das Ding genug ausgespuckt hat. Währenddessen entholze ich mal hier alles. Zack, 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 zack. Ah, hast du schon genug? 23. Genau. Primary Steam Engine, Secondary Steam Engine, Tertiary. Ich werde nicht mit Solarzellen arbeiten, also mach ruhig mal Primary. Tja, wir brauchen wieder mit Wasser und nicht Wasser, ne? Ja gut, das können wir alle später einsortieren. Also wir haben 2 Boiler, wir haben 3 Steam Engines, wir brauchen noch eine Pumpe, dafür brauchen wir Kohle. Hast du genug? Nicht Kohle, Kupfer. Tu das da rein. Hier, Kupfer. Oh, und ich habe es in eine Kiste geschmissen und nicht in ein... Bau bitte ein Furnace. Nimm das da weg, tu das da hin. Tu das da rein, so. So macht das ein bisschen mehr Sinn. Eine Kupferplatte. Ja, okay. Das wäre auch schon ganz schick. Forschungszentrum. Drück mal T. Das hier sind übrigens die Lava-Sachen. Darauf freue ich mich schon. Also ein Air-Intake. Also der Luftansaug zur Kühlung. Geothermal-Extraktor. Der pumpt die Lava halt hoch. Liquid Air ist denn die Ressource, die es gibt. Also man kann Luft herstellen. Und dann kommt ab hier flüssiges Kupfer. Dann kommt später flüssiges Eisen. Ein Blast-Furnace, eine Forge und das alles richtig, richtig schick. Braucht natürlich auch tierischen Platz, aber ist halt so. Meine erste Forschung ist allerdings Eisenzahnräder, damit wir ganz, ganz viele andere Sachen machen können. Research. 4 Platten, das ist nicht viel. Aber es reicht für eine Pumpe, sehr schön. Achso, oh, jetzt brauchen wir noch ganz viel, das. Ganz viel Eisen für die Rohre. Und was fehlen die Rohre hier? Ja, unterirdische Rohre ist so ein Ding. Also erstmal keine unterirdischen Rohre benutzen. Hier. Pumpe. Dann Rohr. Da wird die Kohle abgebaut. Hier kommt sie rein. Dann lassen wir hier mal eine Lücke. Brauchen wir noch auch Kohle. So. Unterirdisches Rohr. Ja, ein bisschen mehr Platz solltest du schon lassen. Und wenn wir die schon bauen, können wir sie auch gleich nutzen, um Ressourcen zu sparen. So. Da kann die Kohle also lang laufen. Und dann kommen hier jetzt die Boiler. 1, 2. Und gleich dahinter die Steam Engines. Das hier sind also die dreckigen Steam Engines. 3 Stück. Die haben Wasser. Sie haben keine Temperatur. Das machen wir jetzt mal. So. Gib mir Kohle. Kohle. Ja. Und wir brauchen Strommasten. Dafür haben wir nicht genug Kupfer. So, damit hätten wir schon mal unsere erste Stromversorgung. Das heißt, wo ist mein Kupfer? Da ist mein Kupfer. Das heißt, wir könnten auch gleich anfangen, die ersten elektrischen Drills zu bauen.
Viel wichtiger ist mir allerdings Forschungszentrum und Licht. Weil ich denke mal, ihr konntet die letzten 5 Minuten nicht wirklich viel sehen. Da, Strom, 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 Strom. Forschungszentrum braucht noch mehr Kupfer, noch mehr Eisen. Das ist okay. Kupfer, Eisen, Forschungszentrum.